Willkommen zum zweiten Part von Pokémon Schwarze Edition, Schwarz-Weiß. Ich muss das so ein bisschen jetzt nur einnehmen. Wir haben im letzten Part unser erstes Pokémon bekommen. Kann ich auch nochmal hier kurz mal zeigen. Jetzt haben wir hier Pokémon. Und mit dabei ist Jonas. Aber nicht im Teamsieg, also als Pokémon ist er hier mit am Start. Kleiner Fun-Fact am Rande. Den Starter hat sich sogar auch Jonas ausgesucht, indirekt. Ich habe ihn so gefragt, wen von den drei Startern gefällt dir am meisten? Da hat er mir gesagt, ja, er hat damals mit dem Pflanzenstarter Serpifeu angefangen. Genau, Serpifeu heißt es. Und naja, da habe ich halt so indirekt gefragt. Er weiß noch nicht, momentan noch nichts davon, dass er hier der Starter ist. Und ja, aus ihm wird auch noch ein großes Pokémon, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Gut, wir sollen jetzt rausgehen, denn jetzt wird uns erklärt, wie man Pokémon fängt. Okay, wer ist das? Ach, unsere Mutter. Oh, schön, dich kennenzulernen. Du musst bei sein, stimmt's? Und Pokémon. Und Dennis hat sich offensichtlich für Serpifeu entschieden, nicht wahr? Hey, das passt irgendwie. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Hier, das sind Turbo-Treter, ja! Nimm sie. Sehr schön. Die sitzen mir angegossen. Hör mal zu, ich lese dir aus der gebrochenen Leitung vor. Da steht, halt den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen als je zuvor. Sieh deine Turbo-Treter an und renne, bis dir die Booster ausgeht. Jetzt können du und Serpifeu überall hinrennen. Ah, das ist die Schwester von Rita. Das ist von mir. Ist das? Die Karte! Ja, nice, danke. Dann können wir uns gleich mal die Karte anschauen, weil ich kenne die Karte nicht. Wieso zwei Karten? Weil ich will, dass mein Bruder eine bekommt. Das ist eine gute Idee. Und wenn es nur eine lange Straße ist, die von hier bis zum Meer führt, kann eine Karte nicht schaden. Wenn du eine Karte benutzt, bist du bestimmt bald schon bestens mit einer Region vertraut. Hey, euch nur zuzuschauen macht mich irgendwie schon froh. Komm jetzt, als nächstes gehen wir zur Route 19. Ich bringe dir bei, wie man Pokémon fängt. Yeah, nice. Gute Reise. Zusammen mit Serpifeu wirst du ganz viele Menschen und Pokémon begegnen. Also genieße deine Reise. Ja, aber erstmal schauen wir zur Karte. Und ich drücke die ganze Zeit immer erstmal Start, bevor ich X drücke. Durch Mario und Luigi noch, weil man da mal Start drücken musste. So, Beutel. Wie ist generell der Beutel aufgebaut? Interessant. So, Items. Medizin. Warum TM? Bären. Basis-Items. Was ist dieser Videokasten? Ein hochmodernes Gerät, mit dem du bis zu vier Personen miteinander kommunizieren kannst. Wirklich so ein Video. Interessant. Adressbuch und dann die Karte einsetzen. Okay, ah, wir sind im Südwesten von der Einall-Region. Okay, das sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, ich kenne hier gar nichts. Also von daher, ich brauche hier gar nicht. Und was man, ist hier die Pokémon? Ah ja, das war irgendwie schon fast klar. Das ist unser Ziel. Wie weit ich zocken werde, kann ich schon nicht sagen. Auf jeden Fall wenigstens bis zur Pokémon-Liga, ob ich dann auch noch weiter zocke. Kann ich noch nicht sagen. So, jetzt ein Turbo-Dreht. Oh, ist das schön. So, dann hier, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Oh, mit der. Manchmal greifen wilde Pokémon auch Menschen an. Aber die Pokémon an deiner Seite sind in der Regel natürlich zahm. Es geht zur ersten Route. Dennis, stopp! Ohne Pokémon kannst du hier nicht weiter. Hallo? Ah, du hast ein Serpifeu dabei. Dann kann deine Reise jetzt losgehen. Hier ein Abschiedsgeschenk für dich. Oh, ein Trank. Sehr schön. Ich denke, es sind zum Heilen da. Wenn deine Pokémon verletzt sind, ist es vernünftig, sie in ein Pokémon-Center zu bringen. Ah, verstehe, so ist es also. Ich liebe es, die Nachrichten und Informationen über die Städte auf der Leuchtschriftanzeigetafel an der Wand zu lesen. Okay. Übrigens, ich habe mir jetzt auch so überlegt, dass dieses Pokémon-Let's Play jetzt schon rauskommt, zeitnah zur Aufnahme, während Mario und Luigi noch weiterläuft, weil ich finde, das ist ein geiler Zeitpunkt momentan, noch bevor Pokémon Shield und Sword rauskommt. Und generell habe ich momentan Bock. Ich habe auch gesehen, dass noch meine alten Let's Plays, so wie sie ihn sehen, anschauen. Habe ich erst letztens gesehen, dass von der Wiedergabezeit her werden meine alten Pokémon-Let's Plays geschaut. Und daher dachte ich, ist der perfekte Zeitpunkt. Ich will jetzt nicht warten, bis Mario und Luigi vorbei ist. Wird jetzt so nebenbei laufen, nicht so viele Parts in der Woche, aber doch schon ein paar.
Und am Ende wird dann natürlich Pokémon den Sendeplatz von Mario und Luigi einnehmen, sobald Mario und Luigi fertig sind. Ich habe selber Mario und Luigi zusammen durch die Zeit schon fertig aufgenommen, fertig hochgeladen, alles fertig. Aber ja, jetzt habe ich dementsprechend halt auch Zeit, hier zu zocken. Hey, hier ja. Das erinnert mich irgendwie an jeden Tag, auch damals auf Route 1. Also dann, Zeit für ein paar Erklärungen. Die Seiten deines Pokémons füllen sich automatisch, wenn du neuen Pokémon begegnest. Wenn du ein Pokémon fängst, fällt der Eintrag noch detailliert aus. Lass mich dir das mal demonstrieren. Zeig dir jetzt, wie man Pokémon fängt. Einverstanden? Oder eigentlich nicht, ich weiß, wie man Pokémon fängt, aber egal. Ja, das ist bei jedem Pokémon-Spiel. Hier, was ist das? Ein Pelu. Das sagt mir so was. Yoclef hat sie als Pokémon. Ey, das ist ein Süßer. Ja, erstmal natürlich die Pokémon schwächen. Das ist klar. Am besten immer so ein bisschen gelb-roten Bereich. Ja, hier roter Bereich, das passt dann. So, und dann natürlich, wenn das Pokémon geschwächt ist, dann einen Pokéball werfen. Cool, dass auch im Kampf die Zeit angezeigt wird. Auch Batteriestatus und so. Na gut, bei uns wird immer die Batterie voll sein, weil ich das ja auf dem Emulator zocke. Und es ging jetzt relativ schnell. Wunderbar. Generell habe ich das Gefühl, dass hier alles so ein bisschen schneller geht, was ich geil finde. Wie schön, ich habe ein Pokémon gefangen. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein putzmunteres Pokémon lässt sich nur schwer einfangen. Merkt ihr das? Das solltest du also die KP des Pokémon senken. Wenn du dein Pokémon-Team Attacken ausführen lässt, die das andere Pokémon schlafen schicken oder paralysieren, kannst du es noch leichter fangen. Oh, Paralyse? Okay. Du gehst los, um deinem Freund die Karte zu bringen, nicht wahr? Geh hier einfach geradeaus, um die Nachbarstadt Drowsing zu gelangen. Also dann begegne vielen neuen Pokémon und fange auch ganz, ganz viele davon. Jo! Wird mir wahrscheinlich mal zum nächsten Part oder so überlegen, welche Pokémon wir generell fangen werden für unser Team, weil wir natürlich dann wieder ein Sechser-Team fangen werden mit der Zeit. Und jo, gibt's hier dann auch Trainer? Das sieht da oben nach einem Trainer aus und da unten auch. Und, oder? Weißt du was? Ich suche mir im dunklen hohen Gras nach Pokémon. Wenn du kein Pokémon begegnen möchtest, mal das dunkle hohe Gras. Ja. Ist das hier ein Trainer? Nein. Oh, shit. Aber wir haben jetzt noch kein Pokémon angetroffen. Ist eigentlich über das Stufenhüpfen Bescheid? Ach. Doch, weiß ich eigentlich. Ich wollte ja drücken. Man kann halt runterspringen, wie man eben das bemerkt hat, aber nicht wieder hoch. Eigentlich ganz easy. Was sieht hier? Einen Trank. Ein Trank. Sehr schön. Hey, du da! Wer ist das? Ich bin Lauro. Ich bin ein eigenwilliger Trainer, der alle davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit den Pokémon in der Zukunft entgegenzuschalten. Und du bist. Du bist also Dennis aus Aventure City. Verstehe. Oder spricht man das Aventura aus? Keine Ahnung. Ein sehr Sebifoil ist aber echt ein feines Pokémon. So, als Trainer bist du mir noch ein wenig grün hinter den Ohren. Gut, ich werde dich trainieren. Folge mir. Okay. Oh, wir sind jetzt schon in Dowsing. Sag mal, Trainer Dennis, sind deine Pokémon alle munter? Deine Pokémon geben immer alles für dich. Also musst du sie auch gut behandeln. In meinem Haus ist es nur ein Stückchen. Ich überlasse es dir, ob du kurz im Pokémon Center vorbeischauen willst, bevor du dich dorthin begibst. Oh nö, ich habe ja jetzt nicht gekämpft. So, die nächste Stadt. Oh, die ist auch wieder groß. Die wir jetzt erkunden werden. Und ich denke mal, nach dieser Stadt geht es auch mit Pokémon trainieren wirklich los. Was ich in der letzten Stadt nicht gemacht habe, ist die Leute hier im Poké Center angesprochen. Aber ich nicht. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Nimm immer viele Tränke mit. Noch ein kleiner Tipp. Nimm auch immer viele Pokémon-Bälle mit. Die Option Hilfe aufrufen am Computer kommt mir ein bisschen besserwisserisch vor. Ein Sebifor ist ein männliches Pokémon. Ich frage mich, worin sich männliche und weibliche Pokémon unterscheiden. Ich möchte dir das jetzt nicht so. Also, ich erspare es mir mal, dir das zu erklären. Ich denke mal, das sind auch Unterschiede wie bei Mann und Frau. Zumindest bei einigen Dingen, also ja. Ich speichere gerade mein Spiel, damit ich nicht vergesse, was ich erlebt habe. Das ist immer gut, das Spiel zu speichern. Also wenn es sonnig ist, dann ist das Fell meines Nagelots ganz weich und fluffig. Dann möchte man es am liebsten die ganze Zeit immer streichen.
Die größte Stadt der einer Region ist Stratos City. Ich möchte von Wapitro City aus ein Schiff nehmen und hinfahren. Items kann man nie genau haben, oder? Ja, und deswegen will ich hier halt auch die Stadt erkunden, weil man immer Items bekommt von irgendwelchen Leuten. Items werden automatisch nach Art in deine Beute einsortiert. Das ist ganz schon fast an Zauberei, was? Ja. Ich kenne mich mit den verschiedenen Pokémon-Typen und so ja kaum aus. Daher konzentriere ich mich mit dem Training auf ein einziges Pokémon und sehe zu, dass es sich schnell weiterentwickelt. Aber der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen. Wenn man auf ein Pokémon mit einem Typ trifft, gegen den es benachteiligt ist, gewinnt man erstmal so schnell keinen Kampf mehr. Das stimmt, lieber mehr Teammitglieder haben. Die Menschen erschließen bei ihrer Suche nach Pokémon manchmal auch neue Lebensräume. Dorf war ursprünglich nichts weiter als eine Wiese mit lauter Büschen. Jetzt ist es ein Bereich, in dem Menschen und Pokémon gemeinsam leben können. Okay, interessant. So, weiter geht es. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass die Parts jetzt so ungefähr 25 Minuten lang sein werden. Mache ich auch aus dem vollen Grund, damit wir auch viel schaffen, gerade wenn wir so in der Stadt sind, dass man vielleicht doch noch ein paar Kämpfe machen kann. Darum sind die auch ein bisschen länger. Morgens wecken mich meine Pokémon, weil sie Hunger haben. Abends sind sie müde von vielen Spielen und wollen das ganze Bett nur für sich. Was habe ich doch für ein erfülltes Leben? Möchtest du wissen, was mir Lauro und Sichis verraten? Er sagte als erstes, sieht das Pokémon links oben auf der Liste in den Kampf. Also habe ich dort entweder ein Pokémon, das ich trainieren will, oder ein bereites, super starkes Pokémon am Start. Okay. Ja, gut, das kennen wir ja. Die meisten Leute trauern entweder der Vergangenheit nach oder fiebern der Zukunft, okay. Aber am schönsten ist doch hier und jetzt, wenn wir mit den Pokémon spielen. Ja, das ist ein sehr guter Spruch. Bist du froh, deine Pokémon zu trainieren? Alles klar, ich auch. Ja, natürlich sind wir froh. Was ist das hier für eine Statue? Ein alter Glockenturm. Okay. Ach, da ist hier dieser Lauro schon. Hey, hierher! Also beginnen wir mit dem Training. Sag mal, warum hast du eigentlich zwei Karten mit dabei? Ach so, eine gehört deinem Freund, was? Dein Freund hat einen Freund bei sich, nicht? Ich habe gesehen, wie er vorhin sein Pokémon auf Route 20 trainiert hat. Gut, also in diesem Fall solltest du ihm als erstes die Karte überbringen. Folge einfach dem Weg, dann gelangst du sofort auf Route 20. Okay, gut zu wissen. Aber wir sprechen noch mit dem Paul. Oh lol, hier ist ein Auto drinne. Oh lol. In Tausingdorf wirst du nicht selten von wilden Pokémon überrascht. In solchen Fällen musst du dich voll und ganz auf dein Pokémon-Team verlassen. Und hier ist gleich die nächste Route, also doch noch nicht so... Okay. Sind hier ja noch kein Trainer? Treffen sich die Blicke zweier Trainer, kommt es zum Pokémon-Kampf. Daran lässt sich nicht ritten. Okay, dann ist das unser erster Pokémon-Trainer, den wir auf einer Route treffen. Ja, nice. Ich freue mich, ich bin gehypt. Und let's go, unser erster Pokémon-Kampf. Was setzt der für Pokémon? Das ist immer so spannend. Ein Pokémon von Teenager Albert. Nagelotz. Haben wir auch schon gehört, gesehen. Ja, nur von ihm gehört. Gut, Jonas. Let's go. Wir sind ja schon Level 6, fast Level 7. Bedeutet, hier müssen wir ein Level 7 rausspringen. Wir machen erstmal einen Silberblick. Ah, wir haben leider noch nicht so die guten Attacken. Die ersten Pflanzenattacken bräuchten wir dann später noch. Aber er macht auch Silberblick. Okay. Aber trotzdem greife ich jetzt an. Auch aus dem Grund, weil wir sowieso zwei Level höher sind. Jetzt greift er auch an. Macht nicht ganz so viel Schaden. Dann noch ein Tackle. Passt. Level 7. Krankenhieb. Ah, das ist doch unsere erste Pflanzenattacke. Sehr schön. Wie Schaden macht denn die Pflanze? Ich möchte generell mal meinen Pokémon anschauen. Was die Fähigkeit ist und so. So, Wesenhart. Halten wir Level. Aha, okay. So. Angriff wird gepusht, der Spezialangriff wird gesenkt. Laut dem Wesenhart. Sieht man, dass Angriff rot gekennzeichnet ist, der Schriftzug, und Spezialangriff blau. Ich weiß nicht, ist Serpifeu ein physischer Angreifer? Wenn ja, wäre es natürlich mega geil. Wenn er ein Spezialangreifer ist, wäre es natürlich ganz schön scheiße. So, Notdünger stärkt Pflanzenattacken, wenn Not am Mann ist. Ja gut, das ist ja bei allen Startern so, dass die, weil ihr Attacke des eigenen Typs gestärkt werden dann. So, Hankenhieb physisch und Stärke 35. Okay, passt doch. Unsere erste Pflanzenattacke bedeutet gegen Gestein-Pokémon oder Wasser-Pokémon.
sind wir jetzt ausgerüstet. Unser nächster Trainer. Ey, die Routen sehen ja schon nice aus. Bitte, mein Pokémon ist so süß. Das musst du einfach gesehen haben. Ja, dann zeig mal her. Dein süßes Pokémon. Billy Lou. Der sagt mir was. Was? Ah ja, das war die Katze, genau. Auch auf Level 4. So, der Rangenhieb hat jetzt Bonus. Wie hieß denn der Bonus? Weiß ich jetzt nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall, weil wir ein Pflanzen-Pokémon oder weil Jonas ein Pflanzen-Pokémon ist, haben dementsprechend Pflanzenattacken einen Boost. Daher werden wir jetzt auch mit Rankenhieb ruhig mal angreifen. Macht mehr als die Hälfte Schaden? Wunderbar. Kratzer jetzt nicht so viel. Und tschüss. Level 8. Ja, passt doch hier. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass wir auch ganz schnell irgendwie ein zweites Teammitglied dann haben. Aber wieder, das kann ich erst im nächsten Part dann sagen. Nach dem Part mache ich dann eine kleine Pause. Und dann geht es wann anders weiter. Für mich. Wo ich natürlich dann... Ich weiß nicht, wann ich die Parts raushauen werde, an welchen Tagen. Das steht im Sendeplan. Der Sendeplan ist in der Videobeschreibung, der Link davon. Also schaut dann da mal dann ruhig drauf. Ich muss mich auch über die Pokémon informieren. Weil ich die halt ja nicht kenne. Natürlich möchte ich ein Team haben, wo möglichst viele Typen abgedeckt sind und möglichst keine Doppelungen. So. Wie schade haben wir jetzt hier nur mit Rankenhieb? Ah, wunderbar. Der macht nur Tackle. Dennoch hat Jonas schon 11 KP verloren. Von 27. Aber noch können wir ruhig weiterkämpfen. Noch ist es nicht eng. Notfalls nehmen wir auch einfach einen Trank dann im Kampf. Ah, du willst nicht kämpfen? Moment, ein Kind wie du ohne auch nur ein Arena-One will hier vorbei? Vergiss es, kämpfe erst gegen ein paar Trainer und Pokémon hier in der Gegend. Da können wir noch nicht vorbei. Was ist hier? Ein Pokémon, lol. Ich habe einfach jetzt per Zufall da drauf geklickt, weil ich mich gewundert habe, was das da für Steine sind. Okay, da kommen wir nicht hin. Jetzt teilt sich hier der Weg. Hier ist Route 20. Ach Leute, hier geht's runter, shit. Wollte ich gar nicht. Dann gehen wir nochmal kurz hier hoch. Wir haben noch kein wildes Pokémon begegnet. Bis noch gar nicht. Hier ist der Dowsinghof. Aber Retro hat auch auf Route 20 trainiert. Ist er jetzt weitergegangen? Pokémon überall. Der Dowsinghof, nicht weit von Dowsing, lebt ein zum Besuch. Hier sind ein paar Autos. Ja, sieht ja schön hier aus. Dort Bauernhof. Mit dem Fluss hier nebenan. Ach, da bist du ja, Retro. Hab dich gesucht. Oh, sehr gut. Du bist zum Trainieren hergekommen. Also gut, dann lass doch mal sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon. Ey, ich hab mein Pokémon nicht geheilt. Dann heißt es wohl gleich Zeit für einen Trank. Kann das sein? Jo. Obwohl, noch können wir ein bisschen kämpfen. Ich mache erstmal einen Silberblick. Natürlich ist das jetzt dementsprechend schwieriger. Er ist auch auf Level 8. Tecke, wie viel Schaden macht Tecke? Okay, nicht ganz so viel. Wunderbar. Ich hoffe mal, er hat noch keine Feuerattacke. Guten Schlag. Ah, oh, Verteidigungsdingt. Wir greifen weiter an. Okay, jetzt sollte ich doch mal lieber einen Trank nehmen. Weil jetzt ist es mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, wenn er hier zweimal roten Schlag eingesetzt hat. Einmal, oh oh. Er kann sehr, sehr viel Schaden jetzt machen. Nein, ich wollte nicht auf den Beutel. Ich möchte Tackle nochmal einsetzen. Ja, fast. Okay. Warum setzt er kein Tackle ein, wenn er meine Verteidigung so gesenkt hat? Ja gut, dann sage ich jetzt mal tschüss. Also, so ganz so schlau bist du jetzt hier nicht. Level 9. Sehr schön. Super, Jonas.
Sehr, sehr viel Geld kriegen wir von dem. Das gefällt mir doch. Gar nicht übel. Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Kämpfe deines Pokémon-Teams am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich auf dich als Unterstützung verlassen. Übrigens, warum bist du hier? Eine Karte? Dennis hat die Karte überreicht. Meine Schwester, dabei ist sie die Jüngere. Dir auch vielen Dank. Du warst mir schon sehr nützlich. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Lärm ist. Ein Pokémon-Kampf also? Naja, es ist schön, jung zu sein. Wer bist denn du? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer dieses Hofs. Das hier ist meine liebe Frau. Nach deinem Pokémon-Kampf sollte man seine Pokémon heilen. Hier, das ist, der ist für dich. Ah, danke sehr. Krieg ich meinen Trank wieder. Und hier ist auch einer für dich. Wenn das nächste Pokémon-Center weit weg ist, ist es gut, ein paar Tränke dabei zu haben. Übrigens, ihr habt nicht zufällig hier in der Nähe mein anderes Caribou gesehen? Ich weiß nicht, wo es hingegangen sein könnte. Normalerweise sind die beiden immer zusammen. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Hey, was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Dein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Wie auch immer, ich werde es suchen. Dennis, du bist mir dabei. Ja? Wieso ist er denn so wütend? Ich bin sicher, er spielt nur irgendwo auf dem Hof. Genau. Hör mal, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sag Bescheid, ich werde sie heilen. Ja, sind jetzt nicht verletzt. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Muss er auch hier irgendwo sein. Da kommt man nicht hin. Oh, auch hohes Gras hier. Interessant. Ach, hier kommen wir nicht durch. Okay, dann müssen wir hier lang, wo auch Retro lang gelaufen ist. Da unten gibt es einen Pokéball. Tribak! Ob es noch weiter weggelaufen ist? Auf geht's! Wir wollen erstmal hier kurz schauen. Da unten ist noch ein Pokéball. Ist das hier ein Trainer? Das sieht nach einem Trainer aus. Ja, sehr schön. Ich liebe es jetzt hier zu kämpfen, von daher. Let's go. Oh, ich bin schon gleich gespannt, wenn ich die Pokémon so raussuche, wer alles im Team sein wird. Und Quililu nochmal. Weil generell später werden wir auch richtig Attacken haben mit verschiedenen Typen. Alter, das wird so geil. Bin richtig tolle gehypt, wie damals bei Mario Luigi, als ich das angefangen habe. Ich war ja da auch bis zum Ende wirklich gehypt. Es hat ja da wirklich durchgehalten und ich hoffe mal, dass... Und ich denke auch, das wird bei Pokémon genauso sein. Gerade weil ich das so lange nicht mehr gezockt habe. Oh. Okay. Hat überlebt. Dann nochmal einen Rankenhieb und dann passt das. Ich hätte vielleicht auch einen Tacker einsetzen können, weil Rankenhieb hat nur 15 KP. AP meinte ich. Das sind ja die Attackenpunkte, wie oft man eine Attacke einsetzen kann. Und Jonas erlernt jetzt Wickel. Ja, geht so die Attacke. Aber am Anfang haben wir sowieso sonst so starke Attacken. Eine normale Attacke, okay. Ne, setzen wir erstmal Tackle ein, weil das sieht nach einem Pflanzen-Pokémon aus. Ich kenn's nicht. Oder Käfer, könnte auch Käfer sein. Gefahrenschuss. Initiative sinkt, okay. Das ist ja die Geschwindigkeit. War nicht auch Käfer effektiv gegen Pflanze? Ich glaube ja, daher muss das ganz schnell weg. Könnte nämlich auch ein Käfer-Pokémon gewesen sein. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall besiegt. Ich glaube, das war der erste Trainer mit zwei Pokémon. Geil. Okay. Nice. So, da gibt es noch ein Dings. Ich weiß jetzt nicht. Voltilam, so heißt es. Genau. Hier noch zwei Voltilam. Hier war doch irgendwo noch ein Pokémon. Da. Pokéball, meinte ich. Ein Pokéball. Ja. Nice. Oh, unser erster wilder Kampf gegen ein wildes Pokémon. Ein Enton. Oh ja, das kenne ich natürlich. Ach, eigentlich wollte ich flüchten, aber gegen das Enton kann ich kämpfen. Okay, 7. Weil Rankenhieb ist sehr effektiv gegen das Enton. Sehr schön. Ein paar kostenlose EP sind das hier, ja, Erfahrungspunkte. Gut, dann geht es hier im nächsten Part weiter, hier oben. Bis dann, schaltet auf jeden Fall wieder ein zum dritten Part dann. Bis dahin und ciao.